Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu Sachsen Danny. Ich bin auf einer Baustelle angelangt und zwar in Dornach im Spital. Dornach schätzt sich glücklich, dass sie einen neuen Emery haben und das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Brigitte, erzähl mal, dir dient der Emery jetzt dann aber auch präsentieren und die Leute können das zuerst noch vorab anschauen. Jawohl, das ist es so, Danny. Und wir freuen uns ganz speziell, dass wir so einen Emery hier im Spital Dornach, der zu den Solothurner Spitälern gehört, dürfen in Betrieb nehmen. Und zwar haben wir vor einem Jahr ein Go bekommen vom Verwaltungsrat und das ist wirklich also eine super Zeit in einem Jahr so einen Bau mit so einem Gerät installieren und wir sind jetzt sehr froh, dass wir unsere Zuweiser können informieren und auch natürlich das Publikum, dass sie zu uns ins Spital kommen können. Am 17. März ab den 6. zu oben geht es ca. bis um 8:30 Uhr, wo man einerseits ganz interessante Vorträge hören, sei es aus der Medizin, Chirurgie oder Orthoklinik. Und es gibt zusätzlich einen Rundgang, der ganz speziell oder spezifisch auf das MRI eingegangen wird und überhaupt allgemeine Fragen über die Radiologie beantwortet werden können. Wer hat denn Interesse daran? Wer braucht das hauptsächlich? Ist das nur für spezifische Gebiete? Nein, das kann man eigentlich für alle Gebiete brauchen, sei das jetzt medizinisch, chirurgisch oder orthopädisch. Das ist ein Dienstleistungsangebot, wo wir können unseren Zuweisern, also sprich Hausärzten, empfehlen, dass sie Patienten, wenn es irgend um ein Problem geht, ich sage jetzt einmal eine Knieverletzung, wo man nicht genau weiss, was ist das jetzt, dass man das in Schichten kann röntgen. Das sind sogenannte Radiowellen, wo man keine Angst muss haben mit einem grossen Magnetfeld und dann kann man genau feststellen, wo ist das Problem und dann müssen die Leute nicht irgendwie auf Basel oder sonst irgendjemand in ein anderes Radiologieinstitut geschickt werden. Wir können das hier in-house machen. Da wollte ich gerade einhängen, genau aus diesem Grund, glaube ich, sollte das anschauen. Es ist eben jetzt wirklich hier quasi im Zentrum in Dornach und für ganz viele Leute viel besser zu erreichen. Also vormerken, am 17. März, am Dienstag, grosses Treffen hier in Dornach und dann können wir schauen, wie es fertig aussieht.